Moin Moin, ihr Filmsuchtis, herzlich willkommen zur Spoiler-Review zu Pacific Rim Uprising. Das ist der zweite Teil von Pacific Rim. Und der erschien jetzt ja in den Kinos letzte Woche. Ja, und ich erzähle euch mal ein bisschen darüber, wie es man nennen könnte. Die Jugend von heute rettet die Erde. Kommen wir erstmal zu der Handlung. Der angehende Jägerpilot Jake Pentecost, dessen Vater im Krieg gegen die Kaiju sein Leben ließ, bringt seine Ausbildung nicht zu Ende. Er hat seinen eigenen Kopf, ist zu rebellisch und kann sich nicht unterordnen. Er droht, auf die schiefe Bahn zu geraten, doch als die Kaiju wieder erstarken und überraschend angreifen, will er in die Reihen der Kämpfer zurückkehren, sei es auch an der Seite seines Rivalen Lambert. Ja, das ist die Handlung von Pacific Rim Uprising. Und ihr merkt, das klingt doch alles ganz okay. Also ich kann vorweg sagen, die Story ist einfach sehr linear und hat einfach ein beschissenes Ende. So, das ist einfach die Wahrheit. Man muss einfach ganz ehrlich sagen, dass der Regisseur Stephen S. DeKnight einfach vorher kaum was Hollywood-mäßiges gemacht hat. Klar, er war mal Drehbuchautor und Produzent in vielen Serien, aber so als Regisseur, da war gar nichts fast. Also er ist eigentlich ein unbeschriebenes Blatt in diesem Sektor. Das Drehbuch hat er hier auch noch mitgeführt. Okay, Pacific Rim ist eher auch ein Actionfilm, was auch sehr viel da ausgelegt ist. Man muss ja jetzt keine Oscar-Preisleistung sehen, aber trotzdem... Man fängt einfach erstmal an, wo man sagt, okay, der Film baut sich halt langsam auf, zeigt dann halt die, nach 10 Jahren diese ganzen Sachen, was bei Jake Pentecost abgeht, dass dann halt eine halbe Villa mehr wert ist als überhaupt irgendwas, dass eine Chili-Soße für ihn eine Bedeutung hat als ein schnelles Auto und dass dann irgendwelche Leute in den stillgelegten Jägerprogrammen, dass sie da halt ihren eigenen Jäger bauen und natürlich Sachen klauen. Das wird natürlich beschützt von der ganzen Regierung und dies und das. Dann trifft er nachher auf Amara und Amani und die beiden können sie erst nicht leiden und dann plötzlich können sie nachher leiden und dies und das und das ist so happy hier. Und ich fand den ersten echt gut, muss man ganz ehrlich sagen, Leute. Und da habe ich nur gedacht, ja, das ist so ein bisschen so, oh, wir haben uns alle lieb. Und das sieht man auch später im Verlauf, wo dann halt die eine Russin, man sieht ja die ganzen Kadetten halt und irgendwie Jake Pentecost ist ja ein Ranger und dann trifft er wieder auf seinen alten Kumpel oder Rivalen, Nate Lambert, der wird verkörpert von Scott Eastwood. Und das ist alles so ein bisschen so, ja, zack, zack, bam, bam, bam. Ne? Irgendwie, eigentlich müssten die im Knast kommen vorher, die beiden, Amara Namani und hier Jake Pentecost. Und dann treffen sie dann, wenn du was willst, dann komm bitte ins Programm wieder zurück. Weil es gibt ja noch ein Jägerprogramm, weil die Kaijus sind ja eigentlich weg. Aber es könnte ja mal passieren, es ist ja so wie bei uns in der deutschen Bundeswehr. Das ist genau das gleiche in der Art, aber da ist das dann halt in diesem Jägerprogramm. Ja klar, und dann wie das so ist, dann auch so wie in der Welt bei uns hier auch. Es gibt natürlich Drohnen, riesenfette Drohnen. Wenn dann die Kaijus hier wiederkommen, hat Show Industries halt ja, diese Drohnen ins Leben gebracht. Viele sind dagegen, kann man doch verstehen. Weil die könnten ja gehackt werden. Weil ihr wisst ja, ein Jäger wird ja angetrieben durch 2 Leute. So ein bisschen wie Power Rangers, müsst ihr euch das denken. Und die machen einen Drift. Also die können die anderen Gedanken dessen lesen. Ganz kurz sehen. Und wenn desto besser der Drift, desto besser können sie dann die Kraft übertragen auf den Roboter. Ja, und das ist natürlich der Gypsy Avenger, der größte oder beste einer Art. So. Der größte ja nicht, da gibt es noch einen anderen. Der wird angetrieben mit 3 Leuten. Das fand ich ziemlich cool eigentlich. Muss man ganz ehrlich sagen, das war wieder ein bisschen was Neues. Weil die ganzen... Jäger sind ein bisschen größer geworden, weil man weiß ja nie, welche Kategorie hat denn der Kaiju. Dann geht es halt so ein bisschen weiter, müsst ihr vorstellen. Immer, wie gesagt, ein Jahr weiter, das passiert dann. Natürlich passiert irgendwann was, was aber auch ziemlich lange dauert, bis irgendwann Action kommt. Und dann ist es aber auch wirklich Action. Aber es ist so ein bisschen, ja, okay, sie haben jetzt einen bösen Kaiju noch genommen. Ja, ist natürlich so, sie haben jetzt einen bösen Roboter genommen, einen bösen Jäger. Ja, und man weiß aber ganz schnell, wer ist denn überhaupt der Bösewicht, wer steckt dahinter? Und das ist so ein bisschen, ja, auch nicht so... Der Film an sich geht ja 111 Minuten. Hätte ein bisschen kürzer sein können, muss man ganz ehrlich sagen. Aber man hätte auch ein bisschen das anders strukturieren können. Weil ich fand einfach, diese Drohnen hatten sehr viel Potenzial oder der andere Jäger... Der sehr böse und der sah aus wie Gypsy Avenger. Ich kann ein bisschen mehr auf den Namen, wie der jetzt ungefähr heißt. Aber trotzdem, das war Potenzial. Und dann kommen nachher die Kaijus, die wurden noch so richtig reingedrückt. Weil es wurde ja dann halt irgendwie klar, so eine Drohne wurde dann gehackt. Hätte auch alles platt machen können. Aber trotzdem muss man ganz ehrlich sagen, die hatten Potenzial und dann kamen die Kaijus. Die Kaijus wurden so 10 Minuten, kam mir das fast vor, angeteasert. Sind dann zum einen fusioniert. Das Ding war so fett, hat alle platt gemacht. Und dann kam das Ende, Leute. Dann kam das Ende. Da kommen wir mal am Schluss zu, weil ich will das jetzt erstmal weiter thematisieren, auf die Action.
Ja, die Action an sich, wenn die dann da war, dann war sie wirklich da. Die Action war gut, es wurde alles gezeigt, irgendwelche Jägerschwerter, irgendwelche Laserstrahlen und das war einfach Bombe. Ne? Also wenn man irgendwie Drohnen gesehen hat, die dann mutiert sind, das war auch echt fürs Auge. Also zuschauermäßig Action war drin. Wenn die Zuschauer sagen, ich möchte gerne nur einen Actionfilm sehen und die Story ist mir scheißegal, könnt ihr da reingehen, klar. So, aber es hat echt manchmal lange gedauert, das war so manchmal so ein bisschen lieblos. Und aber trotzdem, die Action war da. Wenn wir schon bei Action sind, kommen wir zum CGI und die Settings. CGI war auch nicht schlecht, also muss man ganz ehrlich sagen, die ganzen Jäger, wie die aussahen, wie die gebaut worden sind, die ganzen Kaijus, die ganze Animation war gut. Habe ich abgekauft, muss man ganz ehrlich sagen. Die ganzen Effekte sahen nicht billig aus. Der Film an sich kostet ja auch meinem 150 Millionen US-Dollar. Das ist ja natürlich eine Stange Geld und das hat man noch gesehen in den Effekten. Zu den Settings genau das gleiche. Man hat Städte gesehen, man hat diese ganzen, ja, dieses Programm da gesehen. Sie sehr futuristisch, war nicht schlecht. Gehört eigentlich, also ich sag mal, die CGI-Action und die Settings gehören eigentlich zu den besseren Sachen in diesem Film. Schauspielerisch, ganz ehrlich, und Charakterentwicklung, schauspielerisch kann man da einfach gar nicht sagen, es ist wenn dann überhaupt der Jumbo Jäger. Der hat Spaß gemacht, der hat diesen Jake Pentecost echt gut gespielt, so halt überzeugungsmäßig, hat seine Note reingegeben, sagen, nicht so wie bei Finn in Star Wars, da hat er es eher anders gesetzt, da war er nachher auch so ein Rebell, er hat ja so immer diesen Rebell gezeigt und das zeigt er hier auch nochmal und hat dann nachher so ein bisschen auch die Führung eingesetzt gegen die ganzen Kaijus, hat das den Kadetten gezeigt. Ja, ansonsten, der Scott Eastwood bleibt hinter seinen Erwartungen. Ich meine, die beiden haben gut harmoniert als Paar. Aber da fehlte noch einiges, dass er an seinem Vater Clint Eastwood rankommt. Dafür war auch vielleicht auch ein bisschen zu wenig Screentime da gewesen. Ansonsten kam auch noch Shirley Day in der Rolle als Dr. Newton Geisler. Ansonsten gab es natürlich auch freakige Charaktere noch und so weiter. Aber richtig so hat man nur bei Jake Pentecost gesehen, da war auch die richtig gute Charakterentwicklung dabei gewesen. Die anderen waren ganz okay. Da könnte man vielleicht noch Kaylee Spaney vornehmen, die verkörpert ja die Amara Namani. Fand ich noch ganz gut. Die ist ja auch so aus Verhältnissen, was man dann gesehen hatte, dass ja ihre Eltern gestorben sind bei einem Kaiju-Angriff und dass sie sich dann halt so entwickelt hat, dass sie sich durchgeschlagen hat. Das kommt mir so ein bisschen bekannt vor wie bei Catwoman in Gotham. Und das fand ich sehr gut gemacht als Storyline. Aber die anderen, die waren echt so ein bisschen, ja, Nebensache. Ne? Ich meine auch so dieses. Man sieht diese eine Szene, die Russin kann halt diese Amara nicht ab. Ja, und die gibt's dann halt einen Clinch und dann hört sich, ja, wir lieben uns alle und so weiter. Du wirst aus dem Programm geworfen. Fand ich ein bisschen doof und naja, das ist dann so ein bisschen zu den Charakteren, zu der schauspielischen Leistung, ist halt echt Mittelmaß gewesen. Ja, die ganze Logik im Film, wenn man das so sieht, klar sind Riesenroboter. Die Logik ist ja eigentlich fast ja, ne, was heißt... gegeben, klar sieht man Schwerter, man sieht Laserstrahlen, es wird dann halt rumgestochen und keine Ahnung, ne? Aber das Ende, das übertrifft alles, das ist das bekackteste Ende, was ich seit langem gesehen habe, Leute. Echt, da muss ich ganz ehrlich sagen, da gab es überhaupt keine Logik. Klar, das Ding, der Gypsy Avenger, der andere muss ja auch steuern, ja, Nate Lambert und Amaro Namani und Jake Pentecost steuern halt diesen Avenger Gypsy. So, und dann dieser, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, der sieht aus wie so ein Marienkäfer. Wie hieß denn jetzt dann noch? Creeper irgendwie so. Da ist dann die von Show Industries, die Living Show ist dann da plötzlich hinten drauf. Das ganze Ding ist nach oben geflogen, weil es wurde ja so ein Hyper-Jet-Antrieb für die ganzen Jäger produziert. Mit dieser Kaiju-Materie. Ja, und das ist dann hochgeflogen und dann irgendwann ist klar, man kommt ja wieder in die Atmosphäre rein und es gibt dann natürlich einen Feuerschwall, ne? So. Das ist doch schon mal so, wenn der Feuerschwall herkommt, dann geht er ja natürlich um diesen Jäger und trotzdem war ja die Kuppel, diese Front war ja eingebrochen. Da habe ich mir überlegt, ganz ehrlich, hätten sie da nicht schon verbrennen müssen? Nein, und der Kaiju will ja unbedingt in so einen Vulkan gehen, weil wenn sie nämlich da reinkommen, mutiert das Ding ja und strömt dann halt so ein Gift auf die ganze Welt aus. Weil Dr. Newton Geisler wollte ja die ganze Welt zerstören, weil er hat sich ja mal mit dem Kaiju verbunden. Das war ja noch einigermaßen noch ein cooler Mindfuck-Moment, wo ich gedacht hatte, okay, cool, ne, aber das Ende hat mich so zerstört. Da fliegt das Ding ja so hoch, fliegt runter, der Kaiju läuft ja so lang. Und wenn man überlegt, Leute, das ist bescheuert. Die beiden springen natürlich raus, so, ah, mach mal den Antrieb, flieg raus. Und das Ding knallt genau auf dieser Linie darauf. Genau darauf. Hallo? 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 Was ist das denn für eine Logik?
Und dann boom, ist das Ding kaputt, ne? Die haben da vorher so alles raufgefetzt, was ging. Nein, dann war das Ding kaputt. Ey, was für ein Scheiß. Wirklich, da habe ich dann gedacht, ey, hing ich da auch so, was? Mein Kumpel guckt mich nur an und sagt, was du denn nicht so, ja, was für ein Scheißende, ne? Also, ich habe mit Thomas ja noch geredet, wir sind gleicher Meinung. Klar, wenn man, wie gesagt, nur auf die Story guckt, aber das ist ja so ein bekacktes Ende. Das hat mir so ein bisschen, ich hatte schon hohe Erwartungen und das hat dann so ein bisschen mir den Film versaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß ja nicht, wie ihr darüber steht, das könnt ihr dann gerne noch in die Kommentare setzen. Aber, so mit den ganzen Faktoren, wenn man das so nimmt und dann das Ende und teilweise, wo ich dachte hatte, okay, die Kaijus kamen nur kurz vor und dann wurde ja halt ja auch am Schluss noch ein, es wurde ja halt, die Kaijus wurden ja ausgelöscht, der Brief, der wurde ja schon vorher geschlossen, der wurde ja kurz nur aufgeöffnet. Bis dahin war ja noch alles okay, es war, das Pacing war nicht so pralle, wie gesagt, habe ich ja jetzt in verschiedenen Abschnitten so gesagt, aber das ist einfach, wenn man ganz ehrlich sagt, ein mittelmäßiger Film geworden, mit dem ganzen Ende, aber man merkt einfach, dass der Steven S. D. Knight einfach noch nicht so viel Ahnung hat, ne? Wie man vielleicht so ein Guillermo del Toro hat das einfach viel, viel besser umgesetzt, ist einfach sehr schade, weil der Film hätte viel, viel mehr Potenzial gehabt, ne? Hätte man einfach die Drohnen genommen und hätte am Schluss einfach gesagt, okay, Cliffhanger, man lässt einfach, und der Brief wurde geöffnet und die Kaijus sind raus. Das wäre viel geiler. Das wäre dann ein reiner Kaiju-Film geworden im dritten Teil. So ist das jetzt so, okay, die ganzen Jäger, so der Jake Pentecost, John Boyega, ne, so, der will jetzt die ganzen Kaijus jagen. Das hat er angeteasert am Schluss. Naja, ich muss einfach sagen, das ist so totaler Quark nachher gewesen. Da frage ich mich immer die Leute, ich habe voll die geile Idee oder was? Gehen dann rein in diese Besprechung, so muss er sein, alle am Jubeln, yay! Und die Zuschauer sagen, was für ein Scheiß. Tut mir leid, das ist wirklich so und deswegen, Fazit ist einfach ein netter Actionfilm, der in der Fortsetzung einfach nicht überzeugen kann. Und somit komme ich zu meiner Bewertung und die Bewertung, wenn man alles zusammennimmt, ist einfach nur eine 6 von 10. Es ist einfach ein mittelmäßiger Actioner. Ja. So, jetzt habt ihr gefragt, was sagt ihr denn in den Kommentaren? Fandet ihr den gut, den Film? Habt ihr auch so viel gemeckert wie ich in der Art? Sagt mir das mal in den Kommentaren. Oder fandet ihr den mega hammer geil und würdet euch den 1000-mal angucken oder keine Ahnung? Ja, ab in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Like da. Und natürlich ein Abo. Vergesst nicht noch mein Glitchspiel, das läuft ja noch ein bisschen. Road to 1000. Wird eher eng, denke ich mal, aber egal, wir wachsen ja mehr als Community, die 800 steht ja bald vor der Tür. Und dann würde ich sagen, Leute, ne, bis dann und ciao und bam!